Boah, die Kamera hat ihr erst Schade ab. Und nach diesem Patzer darf ich euch recht herzlich willkommen heißen zu einem neuen YouTube-Video. Heute werden wir mal wieder das Sägewerk benutzen. Es ist ja jetzt schon ziemlich lange her. Ich werde auf ein paar Eigenheiten von diesem Sägewerk eingehen, euch ein paar Hintergrundinformationen geben und wir werden natürlich ganz viel Holz schneiden. Und durch die Hilfe vom lieben Marvin heute funktioniert das auch ziemlich gut und da wird einiges an Holz über das Sägewerk drüber laufen. Ja, ich bin hier in Genau, ja. Das alte Sägeband war stumpf, aus dem Grund musste erstmal ein neues rausgenommen werden, das alte musste runtergespannt werden und da muss man echt ziemlich gut aufpassen, denn erst vor ein paar Wochen habe ich jemanden getroffen, der heißt tatsächlich auch Philipp und dem ist so ein Sägeband beim Öffnen so gegen den Finger geschnetzt, dass er in die Notaufnahme musste und das Ganze musste genäht werden. Deswegen habe sogar ich mal in dem Fall ein paar Handschuhe an. Ich habe mein Blockbandsägewerk übrigens genau so gebaut, damit ich fertige Bänder der Firma Woodmeiser auf meinem Blockbandsägewerk benutzen kann. Nach Absprache mit einem Sägebandhersteller wurde mir hier nämlich ausdrücklich empfohlen, die fertigen Bänder der jeweiligen Sägewerksfirmen zu benutzen, weil die ein anderes Stammmaterial haben und dafür besser geeignet sind. Das hat so ein bisschen was mit der Kombination der Bandstärke und der Durchmesser der Laufräder zu tun. Das habe ich beim letzten Mal geschnitten. Also das sieht doch eigentlich ganz gut aus, ne? Die sind eigentlich noch ziemlich gerade geblieben, ich sehe gerade. Ich hatte beim letzten Mal nicht einmal mehr Holzstabeleiste dabei. Ja. Aber hier ist noch ein Haufe. Der sieht gleich ein bisschen schöner aus. So, das da war die größere dann. Die sind auch dann besser gen. Also okay. Ich denke, das ist okay. Und da liegt ja auch noch ein bisschen was. Das hier hat mich ein bisschen erstaunt, denn das Sägewerk hat ein paar Monate draußen im Freien gestanden. Dazu hatte ich auch leider vergessen, den Sprithahn zuzudrehen. Und erstaunlicherweise ist der Benzinmotor trotzdem beim ersten Startversuch ganz einfach angesprungen. Das hier waren dann die Arbeiten, wo ich unglaublich dankbar war, dass der Marvin an diesem Tag Zeit hatte. Er hat sich zwar hier auch schon fast direkt hingelegt, aber zum Glück ist nichts passiert an dem gesamten Tag. Denn beim letzten Sägeversuch habe ich nämlich diese ganzen Stämme allein rübergezerrt, auf gut Deutsch, und auch alleine auf das Sägerad da drauf gehoben. Witzigerweise haben seine Arbeitsschuhe sich an dem Tag komplett verabschiedet, denn später war gar nichts mehr von der Sohle da und er hat quasi mit den Socken auf dem Boden gestanden. Das hier sind genau die Arbeiten, die alleine wirklich, wirklich schwer gewesen sind, denn die Stämme müssen natürlich auf das Sägegatter aufgelegt werden, damit die einigermaßen gut festgespannt werden können, damit man danach die Stämme auftrennen kann. Das ist auch übrigens genau der Grund, warum diese ganzen Stämme, die ihr jetzt in der Vergangenheit immer gesehen habt, warum die so kurz in Anführungszeichen geschnitten waren. Denn die waren immer noch unfassbar schwer. Ich schätze, dass so ein Stämmchen hier um die 100 Kilo wiegt. Es ist Lindenholz, kein Eichenholz, deswegen ist es nochmal zum Glück ein bisschen leichter als Hartholz. Und dann kann es mit den ersten Sägearbeiten natürlich gleich losgehen. Als erstes fange ich immer damit an, natürlich oben die erste Rindenschicht wegzuschneiden. Hier sollte man immer sich so ein bisschen überlegen, wie man plant, das Holz zu lagern. Das bedeutet, wenn man einen Unterstand hat, wo also ein kleines Dach drüber ist, braucht man diese Scheibe theoretisch nicht und das kann man zu Brennholz weiterverarbeiten. Jedoch gibt es auch eine Lagermöglichkeit, wo man das Holz komplett im Freien lagert, wo es dann auch drauf regnet. Dann sollte man unbedingt die oberste Scheibe behalten und nicht zu Brennholz schneiden, denn das ist dann sowas wie ein provisorisches Dach in Anführungszeichen, sodass das Wasser an dem Stamm an der Seite runterlaufen kann. Ich weiß nicht, ob das noch wirklich so gehandhabt wird. Das habe ich nur in einem 50 Jahre alten Schreinerbuch mal gelesen, dass man das Ganze so auch tun kann. Was muss ich denn mal gucken? Ja, ich sage dir mal voll, jetzt hast du Lade. Erneuerung. Ich glaube, der Ausschnitt, Torst, das sieht, was ich sehe. Ja, das kannst du mit der Schwätze dran. Und ja, ich rede so komisch, weil ich tatsächlich das Stativ, das ist extra so ein Stativ, das kann man in den Mund nehmen, aber da hat man halt eben eine richtig tolle Aufnahme und man sieht wirklich genau das, was ich auch beim Schneiden dann eben sehe. Und ich denke, gerade bei diesen Arbeiten ist das mal interessant zu sehen, wie wirklich so die Perspektive ist und was man so beim Schneiden alles sieht. Das hier war übrigens der erste Test, wo wir einfach mal ausprobiert haben, einen Stamm immer 90 Grad zu drehen, damit man später gar keine Waldkante an einem fertigen Brett mehr hat. Das bedeutet, man schneidet die oberste Schicht runter, dreht den Stamm 90 Grad und kann dann nochmal eine Scheibe runterschneiden und das tut man einfach so lange, bis man einen ganz großen Balken auf dem Sägegatter aufliegen hat. Hier habe ich das Ganze dann, was die Stützen angeht, nochmal ein bisschen angepasst, damit ich da halt eben nicht reinschneide, nicht so wie beim vergangenen Mal, deswegen haben wir hier zu zweit dieses Mal sehr, sehr gut drauf geachtet.
Ich habe übrigens nach dem ersten Sägeversuch, man kann es hier gerade so grob sehen, ein paar Anpassungen von diesen Stützen gemacht. Denn die habe ich tatsächlich viel zu lange gestaltet. Das bedeutet, ich habe diese 3/4 Zoll Wasserrohre mit den Pressen wieder rausgebaut und habe einfach diese Rundrohre in sich ein bisschen gekürzt. Da sieht man teilweise noch so ein paar verrostete Schweißstellen, damit halt eben die Stütze an der richtigen Stelle das Ganze auch an den Niederhalter anpresst. Hier sieht man außerdem so ein bisschen, wie der Stamm anfängt zu wackeln. Das liegt daran, dass das Stück einfach sehr, sehr kurz war und ich hier nur eine Stütze nutzen konnte. Die sind schön gerade, die Bretter, ne? Perfekt. Sau gut, ey. Ah, wobei das doch was Letzte, das war ein bisschen schepp, ne? Ich glaube, die andere dafür war richtig gut. Super, ey. Das ist auch ein schönes Maß, das kann man direkt schön loslegen in der Werkstatt. Dann. Der Haufen wird kleiner. Ich denke schon. Oh, der ist hingewachsen. Oh. Der ist einfach nur deutlich größer wie geplant, ne? Ja. Krass. So ein Sappi ist gerade bei diesen Aufgaben hier wirklich Gold wert. Ich habe auch extra deswegen, kurz bevor wir das Sägewerk an dem Tag benutzt haben, den Sappi-Kopf noch einmal auf einen neuen Stiel gepackt. Denn tatsächlich ist mir bei diesem Sappi schon zweimal das komplette Teil kaputt gegangen. Beim ersten Mal ist die Spitze kaputt gegangen und beim zweiten Mal ist tatsächlich der Stiel gebrochen. Und deswegen wollte ich hier auf Nummer sicher gehen und habe einfach einen super massiven Stiel auch dieses Mal verwendet. Hier sieht man auch nochmal, der Stamm ist in dem Fall gar nicht so groß, aber weil der halt einfach seit 2 Jahren ungefähr hier liegt, ist der teilweise auch schon so ein bisschen festgewachsen und das ist halt eben einfach extrem schwierig alleine zu bewegen und deswegen bin ich auch unfassbar dankbar für die Hilfe, die ich an dem Tag eben hatte. Es war tatsächlich auch leichter, die Stämme komplett zu tragen, als sie zu ziehen, deswegen haben wir sie in dem Fall auch einfach komplett hochgehoben. Das Hochheben ist eigentlich das Schwierigste, wenn der Weg dann frei ist, ist das gar nicht mal so ein großes Problem, um man hat das Ganze schon in der richtigen Höhe, um es halt eben anschließend auf das Sägegatter einfach drauf zu rollen. In diesem Fall hat ein Stückchen vom Baum zu weit rüber gestanden. Das wäre zu viel Arbeit gewesen, das weiterzudrehen. Deswegen habe ich mir einmal fix meine Motorsäge genommen und habe dieses Stückchen einfach weggeschnitten. Genau aus diesem Grund liebe ich auch meine Motorsäge, denn die läuft einfach seit dem ersten Tag an ohne Probleme, verbraucht nicht viel Spritz. Die hat Autotune, das bedeutet, die hat immer die richtige Drehzahl und immer richtig gut Leistung. Für den Preis war das damals wirklich die beste Motorsäge, die ich hätte kaufen können. Das ist eine Husqvarna 545 für die Leute, die es interessiert. Hier seht ihr so eine Kleinigkeit, die ich noch verändern möchte. Wenn ich nämlich den Stamm von oben nach unten runterschneide, funktioniert die Höhenverstellung sehr, sehr praktisch und eigentlich auch ganz schnell. Nur wenn ich von unten wieder ganz nach oben möchte, muss ich natürlich alles wieder händisch nach oben drehen. Das bedeutet, ich will mir hier vielleicht mit dem Akkuschrauber so eine kleine Erleichterung schaffen, damit ich das nicht alles händisch drehen muss. Damit das Holz trocknen kann, muss es natürlich einigermaßen gerade übereinander gestapelt werden. Und da sieht man hier nochmal, wie praktisch es ist, wenn man das Ganze zu zweit tut, denn durch diese niedrige Unterlage, die ich halt eben hier nur habe, ist es wirklich super, super ätzend, das Ganze alleine zu tun. Denn wenn man hier zu zweit das Ganze macht, kann immer der Zweite, in dem Fall ich, der unter dem Holzstapel sitzt, das Holz anpacken und dann passend auf den Stapel auflegen. Puh. So, die Ausbeute von heute. Ein Stapel. Noch ein Stapel feinstes Lindenholz. Das ist schon schön, oder?
Die Sägearbeiten waren erledigt und es ist wirklich unfassbar, wie viel Sägemehl bei den paar Stämmen schon angefallen ist. Und natürlich tut es sich richtig gut, wenn der ganze Sägestaub in mein Auto reingeblasen wird von mir. Das war nicht so überdacht. Und tatsächlich reicht es auch, wenn man so dieses ganze grobe Zeug vom Sägewerk runterbläst. Denn komplett kann man eh nicht alles sauber bekommen, weil der Staub in dem Fall sehr, sehr nass ist. Und wenn es mal getrocknet ist, dann kann man es wieder abblasen. So, das Holz ist mittlerweile jetzt fertig aufgetrennt. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Sägewerk erstmal aussieht. Das wird nämlich dort dann auch gleich geparkt. Sieht alles wirklich sehr, sehr gut aus. Klar, hier und da ist ein bisschen Rost, wo die Teile halt nicht beschichtet sind oder lackiert. Aber ansonsten sieht das Sägewerk nach 2 Monaten draußen im Regen sehr gut aus. Also sieht ja nicht ganz sauber, weil ich werde es eh bald verfahren. Teilweise sind auch die letzten Dinge, die ich gemacht habe, die sind auch nicht mehr lackiert worden. Und dafür sieht es wirklich sehr gut aus. Hier sieht man so ein bisschen Rost, aber ihr habt ja gesehen, es hat richtig gut funktioniert. Hier seht ihr das Holz, was wir jetzt heute geschnitten haben. Den ganzen Haufen. Das sind wirklich oft auch 65 cm im Durchmesser gewesen. Hier ein ganzer Stapel. Und dann habe ich hier auch zum ersten Mal ausprobiert, direkt das zum Brett zu schneiden. Das heißt, die Waldkante wegschneiden. War ein bisschen aufwendiger, aber hat auch sehr gut funktioniert. Unterm Strich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Also jetzt kann langsam angefangen werden, richtig viel Holz zu schneiden. Das soll es dann für heute gewesen sein. Schön, dass ihr bis jetzt am Video dran geblieben seid. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das Sägewerk gefällt. Bis zum nächsten Video.